den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien und den Zuschauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen. Die Namen der für heute entschuldigten Abgeordneten werden in das Protokoll aufgenommen. Geburtstag feiert heute Herr Thomas Schnelle von der Fraktion der CDU. Herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und alles Gute. Ja, und vor Eintritt in die Tagesordnung, die Einberufung des Landtags zur heutigen Sitzung erfolgt gemäß Artikel 38 Absatz 4 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung auf Antrag der Landesregierung. Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1. Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 11. November 2020 die unverzügliche Einberufung des Landtags beantragt, um den Landtag zum Thema Ergebnisse der Beratungen der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin vom 13. Dezember 2020 zu unterrichten. Zwischenzeitlich haben sich alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen darauf verständigt, die Anträge mit Mut der Krise trotzen, Kultur gegen Einsamkeit in Wohneinrichtungen, das ist ein Antrag der Fraktionen von CDU und FDP in der Drucksache 12053, sowie nach exponentieller Steigerung von Kitaschließungen, monetäre Entlastung in schwierigen Zeiten, keine Kita-Gebühren in der Corona-Quarantäne, das ist ein Antrag der Fraktion der SPD mit der Drucksache 12057 verbunden und im Rahmen der Unterrichtung durch die Landesregierung zu beraten. Die Unterrichtung der Landesregierung erfolgt durch Herrn Ministerpräsidenten Armin Laschet. Ich erteile ihm das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 9. Oktober betrug die 7-Tages-Inzidenz 28,6, am 23. Oktober 74,4, am 30. Oktober 140. Das war exponentielles Wachstum, und nachdem wir im Oktober dieses exponentielle Wachstum der Infektionszahlen identifiziert haben, haben wir umfassende Maßnahmen ergriffen und es ist dann gelungen, in den Novemberzahlen, die wir in der letzten Plenarsitzung hier erörtert haben, dieses exponentielle Wachstum zu stoppen. Wir haben die sogenannte Welle gebrochen, die die Zielsetzung Ende Oktober war. Doch das Infektionsgeschehen ist hoch geblieben, zu hoch. Und deshalb haben Bund und Länder Ende November noch einmal nachgesteuert, die Regeln weiter verschärft, um soziale Kontakte noch weiter zu reduzieren. Und damit wähnten wir uns alle Anfang Dezember auf dem richtigen Weg. Das Infektionsgeschehen war in Nordrhein-Westfalen seit Anfang November merklich zurückgegangen. Die 7-Tages-Inzidenz lag Anfang November bei knapp 180. Anfang Dezember nur noch bei gut 140. Doch in der vergangenen Woche haben wir erlebt, dass das Infektionsgeschehen trotz aller Maßnahmen, trotz aller Einschränkungen wieder angestiegen ist. Und das plötzlich wieder sehr, sehr schnell. Am vergangenen Donnerstag lag die 7-Tages-Inzidenz dann schon wieder auf dem gleichen Niveau wie Ende Oktober. Und damit es nicht so weitergeht, mussten wir in unseren Maßnahmen weitergehen. Und das Bedrückende ist, die Entwicklung auf den Intensivstationen in unserem Land muss uns nun alle aufrütteln. Innerhalb weniger Wochen zwischen dem 16. Oktober und dem 8. November hatte sich die Zahl der Covid-Patienten auf unseren Intensivstationen vervierfacht. Zwar ist es dort auch gelungen, das exponentielle Wachstum zu stoppen, doch auch dort sind die Fallzahlen langsam, aber immer weiter angestiegen. Und am vergangenen Samstag hatten wir die höchste Zahl überhaupt, 1.000 Covid-Patienten auf unseren Intensivstationen, die um ihr Leben ringen.
Und viele Menschen haben diesen Kampf in den zurückliegenden Wochen verloren. Sie sind an oder mit dem Virus verstorben. In den letzten Wochen wurde jeden Tag bundesweit mehrere hundert neue Fälle registriert. Und das sind eben keine abstrakten Zahlen, das sind hunderte schwere Schicksale von Familien, die um ihre Liebsten trauern und bangen. Und dahinter stehen auch Krankenschwestern, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die bis zur Erschöpfung dafür arbeiten, dass diese Menschen die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Und wir können hier rechnen und sagen, ja, so und so viele Betten sind noch frei. Ja, das mag ja stimmen, aber an den Betten, die belegt sind, arbeiten in diesen Minuten Menschen mit aller Kraft, manchmal rund um die Uhr. Und deshalb sollten wir jenseits dieser Zahlen auch an diese Menschen denken. Das sind keine Statistiken, das sind Helden, die sich abrackern, damit hier Leben gerettet wird in diesen Tagen. Bei uns ist die Lage ernsthaft, in anderen deutschen Ländern ist sie dramatisch. Wir haben in Sachsen heute eine Inzidenz von 328, in Thüringen von 251, in Bayern von 192, Baden-Württemberg, Saarland, Berlin, Hessen. Sie alle liegen derzeit vor Nordrhein-Westfalen, aber das ist überhaupt kein Grund, die Arbeit da einzustellen, sondern wir müssen da weitermachen. Es ist auch keine Rangliste von parteipolitisch richtigem Handeln oder falschem Handeln. Es kann jeden erwischen und deshalb muss jeder für sich seine Arbeit machen. Und in Baden-Württemberg und Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und Bayern, wo sogar der Katastrophenfall ausgerufen wurde, hat sich insbesondere auch die Todeszahl sehr erhöht. Und deshalb ist eine solche Dynamik auf Dauer nicht regional zu begrenzen. Ich habe in den letzten Tagen mit Ministerpräsident Rutte in den Niederlanden gesprochen. In den Niederlanden haben wir eine ähnliche Entwicklung. Wir haben uns ja abgestimmt, alle Maßnahmen möglichst ähnlich zu machen. Denn wenn bei uns die Geschäfte geschlossen sind ab morgen und in den Niederlanden sind sie offen, kann man sich vorstellen, was da passiert. Und deshalb danke ich den Niederlanden, dass sie am gestrigen Abend sehr ähnliche Maßnahmen getroffen hat wie Nordrhein-Westfalen. Das ist für unseren Grenzraum, das ist für das grenzüberschreitende Leben ein ganz wichtiges Signal, dass das parallel gelungen ist. Und in dieser Dramatik der Zahlen in der letzten Woche hat sich dann die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, am 8. Dezember, dass wir immer mal die Zeitfolgen im Blick haben, heute ist der 15. Dezember, ist alles mal gerade wenige Tage her, 7 Tage her, am 8. Dezember mit einer Ad-hoc-Stellungnahme zu Wort gemeldet, indem sie 2 Maßnahmen vorgeschlagen hat. Erstens, ab dem 14. November die Präsenzpflicht in den Schulen aufzuheben. Sie hatten das sprachlich Schulpflicht genannt, haben bestreiten Sie jetzt gerade die Stellungnahme der Leopoldina? Das würde ich uns nicht empfehlen. Sie hat gesagt, man solle die Präsenzpflicht ab dem 14. Dezember aufheben, hat das Schulpflicht genannt, hat aber inzwischen erläutert, dass damit natürlich Präsenzpflicht gemeint war und zur Arbeit im Homeoffice aufgefordert und hat dann gesagt, und in einer zweiten Stufe sollten wir ab 24. Dezember die Geschäfte schließen, alles, was nicht für die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen notwendigen Dingen erforderlich ist. Empfehlung, Wissenschaft, 1 Woche her. Den ersten Teil haben wir umgesetzt, die Schulministerin bereits am letzten Freitag. Bei uns gilt diese Empfehlung seit gestern. Die anderen Länder werden ab Mittwoch mit etwas Ähnlichem kommen. Aber die Frist zum Schließen der Geschäfte hat die Dynamik des letzten Wochenendes noch einmal überholt. Wir haben gesagt, nein, wir können nicht bis zum 24. Dezember warten. Deshalb haben Joachim Stamm und ich am Freitag gesagt, wir erwarten, dass jetzt schnell die Ministerpräsidenten tagen und dass wir schneller den Lockdown beschließen. Wir hätten es auch noch schneller gemacht,
Aber manche Länder haben gesagt, wir brauchen noch eine Parlamentsbeteiligung oder dieses oder jenes. Und deshalb ist es jetzt der kommende Mittwoch. So schnell haben wir auf die Empfehlung der Wissenschaft reagiert. Das ist in diesen Zeiten geboten. Und insofern war es richtig, dass alle 16 Länder bei dieser Ministerpräsidentenkonferenz in relativ kurzer Zeit, es war die kürzeste, die ich je erlebt habe, entschieden haben, Schulpflicht, Präsenzpflicht aussetzen, jetzt sehr schnell, Betreuungsangebote aufrechterhalten und vor allem ab morgen Lockdown in ganz Deutschland. Das ist die Kette, wie man handelt, Wissenschaft zuhören, Lage analysieren, danach entscheiden und dann auch konsequent handeln. Und das leitet diese Landesregierung und deshalb haben wir das so gemacht. Und deshalb, es geht jetzt nicht mehr um Ruhe, herunterfahren, wie wir alle dachten, im November sei es richtig, sondern es geht jetzt um Stillstand, um wirklich das öffentliche Leben einzustellen und es geht wieder darum, Leben zu retten. Und ich sage auch im Hinblick auf den Jahreswechsel, auf Weihnachten und Silvester, nach den harten Monaten der Einschränkung haben viele gehofft, viele Maßnahmen sind von manchen sogar so begründet worden, ein entspannteres Weihnachtsfest zu feiern. Wir sehen jetzt, das Virus nimmt darauf keine Rücksicht. Das Weihnachtsfest wird anders sein müssen als alle Weihnachtsfeste, wie wir sie vielleicht in unserer Generation kennen. Denn das Bösartige an diesem Virus ist nicht nur die zerstörerische Wirkung im Körper, im Krankheitsfall. Das Bösartige ist das Ausnutzen unserer menschlichen Qualitäten. Dass es ausgerechnet dann zuschlägt, wenn wir einander nahe sind, uns umarmen, Gemeinschaft und Nähe suchen. Ausgerechnet dann schlägt das Virus zu. Und deshalb müssen wir entgegen dem, was wir so gerne tun, das Gegenteil tun, Abstand halten. Wir haben für die Hotels beispielsweise gesagt, wundert ein wenig, wie man bei solchen viele Menschen jetzt in den nächsten Tagen betreffenden Dingen Zwischenrufe machen kann. Ich würde uns einfach empfehlen, das den Menschen jetzt auch so zu sagen. Wir haben am Anfang gedacht, wir halten die Hotels offen für Privatmenschen, Privatleute, die jemanden besuchen, weil es besser ist, im Hotel zu übernachten, als beim Nachbarn oder in der Wohnung auf engstem Raum im Haus stand. Das war die Position vieler Länder. Jetzt sagen wir aber, es ist besser, gar nicht zu reisen. An diesen Weihnachtstagen darauf verzichten, enge Verwandte zu besuchen, wirklich nur den allerengsten Familienkreis zu sich einzuladen. Das ist jetzt die Botschaft. Und deshalb werden auch die Hotelübernachtungen als Signal nicht möglich sein für private Besuche an diesen Tagen. Das ist alles Reaktion. Ja, ich weiß, dass Sie das ganze Virus bestreiten. Ich weiß, dass Sie mit komischen Leuten draußen demonstrieren. Aber wissen Sie, Ich würde den Kollegen im rechten Teil des Raumes einfach empfehlen, von diesen Demonstrationen fernzubleiben. Es geht nicht, dass sie in der Mitte von Düsseldorf, dass sie in der Mitte von Düsseldorf demonstrieren, während wenige hundert Meter die Leute in der Universitätsklinik um ihr Leben ringen. Das geht nicht, das ist nicht erträglich. Herr Kollege, ich ermahne Sie zur Ordnung. Besonders schwer fällt uns der Verzicht auf Kitas und Schulen. Kinder und Familien haben in den letzten Wochen bereits große Opfer gebracht. Und unser Bemühen war in all den Monaten, Kindern und Jugendlichen Bildungschancen zu erhalten. Und mehr noch, Kitas und Schulen sind auch ein wichtiger Ort des Miteinanders.
an denen Kinder sich entfalten können. Sie sind essentiell für ihre Entwicklung. Kein Online-Unterricht kann das ersetzen. Und daher war es wichtig, so lange wie möglich Kitas und Schulen offen zu halten. Wir haben gekämpft, dass der Präsenzunterricht erhalten blieb, mit allen deutschen Schulministerinnen und Schulministern. Die Schulministerin von Rheinland-Pfalz, Sozialdemokratin, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz in Deutschland, hat bundesweit dieser Haltung Wort und Stimme gegeben. Und in der gleichen Weise hat in Nordrhein-Westfalen Yvonne Gebauer dieser Haltung Wort und Stimme gegeben. Und dafür danke ich ihr von ganzem Herzen im Interesse unserer Kinder. Soziale Teilhabe durch Bildung, das ist gerade für Kinder wichtig, denen die Eltern nicht helfen können. Man wundert sich, dass man das im Jahr 2020 immer noch erklären muss, dass es für Kinder wichtig ist, dass das Homeoffice der schlechtere Lernort ist als die Schule. Und jetzt ist die Lage da, dass wir sagen, die Zahlen müssen jetzt noch drastischer reduziert werden. Trotzdem fällt uns das schwer. Wir machen es. Aber wir versprechen auch, wenn irgendwie die Zahlen wieder besser werden, sind die Schulen der erste Ort, den wir wieder öffnen und wo wieder Bildung für Kinder möglich ist. Und deshalb danke ich allen Beteiligten, den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und Erziehern, vielen, die genau in diesem Prinzip folgen wollen und vieles in den letzten Wochen geleistet haben, um Bildung für alle wirklich möglich zu machen. Und große Opfer bringen auch jene Mittelständler, Gastronomen, Einzelhändler, Schausteller und Kulturschaffende, die ihre Türen schließen müssen. Gerade das Weihnachtsgeschäft ist für viele überlebenswichtig. Erst recht in einem Jahr, in dem viele Unternehmen bereits durch den Lockdown im Frühjahr schwer zu kämpfen haben, wo es kaum noch Reserven gibt. Für viele geht es nun ans Eingemachte, bei vielen wird es sehr, sehr eng. Und deshalb steht es außer Frage, dass die wirtschaftlichen Hilfen verlängert werden. Wir haben auch eine Pflicht zur Solidarität gegenüber denen, die zur Eindämmung der Pandemie morgen ihre Türen schließen und so enorme Einnahmebußen hinnehmen müssen. Und es fällt umso schmerzhafter, das zu tun, wenn man Anhänger des innerstädtischen Einzelhandels ist, der auch unsere Städte prägt, der unsere Städte verarmen lassen würde, wenn er am Ende der Krise nicht mehr da wäre. Es fällt einem schwer, eine solche Entscheidung zu fällen, dass ab jetzt alle Weihnachtsgeschenke online bestellt werden. Von Konzernen, die in Europa keinen Cent Steuern zahlen, zulasten derer, die jetzt einen Beitrag in der Pandemie leisten. Es geht nicht anders, wir müssen das machen, aber man muss mindestens mal dazu sagen, dass das nicht mal eben, wir schließen, jetzt geht es ums Schließen, jetzt ist Feierabend, sondern dass einem das innerlich schwer fällt, so vielen Einzelhändlern, Mittelständlern so etwas zuzumuten. Auch das müssen wir mal sagen. Und deshalb mein Appell, man rätselt ja auch, wie kann man denn jetzt noch helfen, die Bundeshilfen werden kommen, aber ein Appell kann auch sein, ja, vielleicht muss jetzt nicht jedes Geschenk noch die nächsten Tage online bestellt werden. Vielleicht kann man wirklich in diesem Jahr einen Gutschein schreiben, der Einzelhandel wird sich freuen, wenn er das im Januar oder Februar oder wann immer er öffnet, wenn er das dann einlösen kann. Das liegt in unser aller Hand. Das liegt in unser aller Hand. Staatshilfen sind das eine, persönliche Solidarität mit den Händlern vor Ort, die um ihre Existenz kämpfen, sind das andere. Und ich werde es jedenfalls so machen. Die Pandemie ist mit dem Jahreswechsel nicht vorbei, so sehr wir uns das auch wünschen. Die Impfstoffe sind ein Licht am fernen Ende eines sehr, sehr langen Tunnels und Nordrhein-Westfalen bereitet sich akribisch darauf vor, um sofort mit den Impfungen loslegen zu können. In diesen Tagen werden im ganzen Land Impfzentren aufgebaut.
Und lassen Sie mich auch die Bemerkung machen. Es beginnt jetzt so ein medialer Hype. Wieso ist eigentlich woanders schneller der Impfstoff da? Geht das nicht bei uns schneller? Können wir nicht einfach eine Notzulassung machen? Meine persönliche Meinung ist, ein solcher Impfstoff braucht großes Vertrauen. Und mir ist es lieber, dass unsere Institutionen, die Europäische Agentur, das nach den üblichen Verfahren gründlich prüfen, bevor in irgendeinem Schnellschuss irgendwas erlaubt wird. Dann sind halt die USA oder Großbritannien ein paar Tage schneller. Wir haben bewährte Verfahren und wir werden ja, alle gut daran tun, mit gutem Gewissen auch den Bürgern diese Impfmöglichkeit zu eröffnen. Und deshalb, der Impfstoff wird kommen. Hoffnung ist groß, noch in diesem Jahr, in den letzten Tagen des Jahres. Aber ich persönlich lehne alle künstlichen Beschleunigungen, allen politischen Druck auf Mediziner, die das Ganze prüfen, persönlich ab. Nur damit auch das klar ist. So, für Donnerstag haben Karl-Josef Laumann und ich, nun Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung, zu einem Impfgipfel eingeladen. Wir wollen noch einmal den Stand der Vorbereitungen hören. Wir wollen best- und schnellstmöglich die Menschen in Nordrhein-Westfalen impfen. Eine logistische Mammutaufgabe, die wir dann in der schnellstmöglichen Geschwindigkeit mit den klaren Kriterien, die vom Ethikrat bundesweit verabredet sind, mit klarer Prioritätensetzung überall im Land umsetzen wollen. Und dazu ist es wichtig, den Schulterschluss mit den Kassenärztlichen Vereinigungen, mit der Ärztekammer und den kommunalen Spitzenverbänden zu haben. Und unsere Hoffnung ist, dass das in diesem Jahr, spätestens in den ersten Tagen des Januar, losgehen könnte. Das ändert nichts daran, dass wir auch im neuen Jahr mit dem Virus leben müssen, uns einschränken müssen. Das erfordert weiterhin Geduld und Disziplin. Es ist ja das fast Makabere, dass jetzt, wo der Impfstoff naht und die Hoffnung naht, wir trotzdem noch einmal in diese ernste Krisensituation hineinkommen. Deshalb ist diese eine Kraftanstrengung erforderlich, aber sie ist umso leichter möglich, weil wir erkennen, es wird 2021 besser werden. Viele, die jetzt das Ganze kommentieren, vermitteln manchmal den Eindruck, dass sie, nein, das ist gar nicht hier im Hause, sondern auch außerhalb, dass sie immer alles besser wissen, wie es jeweils zum Zeitpunkt X war. Das ist das Phänomen dieser Krise, dass natürlich jemand im Dezember sagen kann, hättest du mal im August das gemacht, dass man im Februar sagen kann, hättest du im Dezember dieses gemacht. Ich rate uns nur allen, auch wegen der Glaubwürdigkeit dessen, der das vorträgt, der sich ebenfalls dann an seinen Worten messen lassen muss, dass wir alle uns zugestehen, in jedem Moment neu auf dieses Virus zu reagieren. Und auch die europäischen Beispiele sind nicht eindeutig. Die Schweden haben es besonders locker genommen, haben jetzt riesige Probleme und hohe Todeszahlen. Andere Länder im Westen haben es besonders hart gemacht, Spanien unter anderem. Sie haben ebenfalls eine krisenhafte Situation und müssen jetzt inzwischen den zweiten oder dritten Lockdown machen. Es gibt den Königsweg nicht. Und wenn man das alles in Betracht zieht, dann ist Nordrhein-Westfalen, dann ist Deutschland mit Maß und Mitte den Umständen entsprechend gut durch diese Krise gekommen. Nicht übertreiben in die eine und in die andere Richtung. Der Föderalismus hat geholfen, die verantwortlichen Landräte, Oberbürgermeister, kommunalen Gesundheitsämter, die das gut gemacht haben. Das sollten wir auch würdigen. Und deshalb ist für mich in diesen Stunden dieses Engagement wichtig. Es geht ebenso noch einmal verstärkt die nächsten Tage um den Schutz der Vulnerablen. Es muss möglich bleiben, auch das ist eine Grundüberzeugung bei uns. Könnte man jetzt sagen, medizinisch darf es keine Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern geben, das Risiko ist zu groß. Unsere Haltung ist,
Es muss möglich sein, Menschen zu besuchen. Niemand darf in der Stunde seines Todes durch den Rigorismus von Verordnungen alleine sterben. Das dürfen wir menschlich nicht zulassen, dass das so passiert. Und deshalb ist das ein Risiko. Das ist ein Risiko. Das ist schwer. Wir können so viel Schutz ermöglichen, wie es geht, mit Schnelltests, mit Masken, mit strengen Regeln. Aber wir dürfen nicht den Fehler vom März wiederholen, Menschen über Wochen einsam sterben zu lassen, weil sie keiner besucht. In Nordrhein-Westfalen werden wir das nicht machen. Da sind Karl-Josef Laumann und ich und die gesamte Landesregierung einig. Der Lockdown ist jetzt nötig, um das Infektionsgeschehen bis zum Einsatz des Impfstoffes kontrollierbar zu halten. Jeder muss seine Verantwortung kennen, jeder muss mitmachen, jeder muss solidarisch sein. Wir müssen jetzt noch einmal fest zusammenstehen, hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland. Die Gesundheit und das Leben für viele Betroffene geht es um alles. Um uns allen muss es um die Betroffenen gehen. Dieses Weihnachtsfest wird anders sein, aber vielleicht kann es auch zum Ursprung der Idee wieder zurückführen, miteinander und füreinander da sein. Das wird die prägende Botschaft beim Weihnachtsfest 2020 sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Ich eröffne nun die Aussprache und erteile als ersten Redner für die SPD dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Kutschaty das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir haben es gehört, die Lage ist ernst. Die Lage ist wahrscheinlich sogar noch ernster, als wir es gehört haben. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin auf einem Höchststand. Das macht mir, das macht uns allen in diesem Raum hier Sorgen. Und da bringt es auch nicht viel, Herr Ministerpräsident, wenn Sie in jedem Auftritt immer so stichelnde Nebenbemerkungen im Vergleich zu anderen Bundesländern machen, wo es denn da noch höhere Zahlen gibt oder nicht. Wir müssen gemeinsam gucken, wie wir aus dieser Krise rauskommen, wie wir diese Zahlen hier auch in Nordrhein-Westfalen runterbekommen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Der Inzidenzwert ist in Nordrhein-Westfalen aktuell bei 171,8. Heute Morgen melden 17 kreisfreie Städte oder Kreise Inzidenzwerte von über 200. Das führt uns vor Augen, wie dramatisch die Lage in den letzten Tagen sich noch einmal entwickelt hat. Von unserem ursprünglichen Ziel, wozu ja alle Maßnahmen dienen sollten, den Inzidenzwert wieder auf 50 runterzubringen. Also ich gebe mich auch nicht zufrieden, wenn wir irgendwie stabil bei 100 oder bei 140 sind. Das Ziel muss doch sein, Rückverfolgungen in den Gesundheitsämtern wieder zu ermöglichen. Und deswegen brauchen wir deutliche Maßnahmen. Und deswegen möchte ich auch gar nicht über die einzelnen vom Ministerpräsidenten vorgestellten Lockdown-Maßnahmen sprechen. Diese Maßnahmen stehen. Wir stehen zu diesen Maßnahmen. Ich möchte mich zunächst den Punkten zuwenden, wo weiterhin akuter Handlungsbedarf besteht. Und extrem besorgt bin ich, was die Infektionszahlen bei unserer älteren Generation anbelangt. Da hatten wir in der Mitte der Pandemiephase eine leichte Beruhigung, aber die letzten Tage haben gezeigt, dass gerade in der Gruppe der Älteren wieder ein exponentielles Wachstum eingesetzt hat. Allen voran die Gruppe der über 70- und 80-Jährigen. Und die Todeszahlen führen uns das unmissverständlich vor Augen. Über 90% der Todesopfer sind über 60 Jahre alt, Tendenz steigend. Und das kann doch nur heißen, dass wir uns jetzt mit weiteren Maßnahmen zuallererst dieser Bevölkerungsgruppe zuwenden müssen, um Menschenleben auch zu schützen. Und das fängt bei Masken an. In Bremen gibt es schon seit knapp einem Monat für alle über 65-Jährigen kostenlose FFP2-Masken, also Masken, die auch zum Eigenschutz dienen. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen bislang leider nicht geschafft, nicht einmal flächendeckend in Alten- und Pflegeheimen. Heute werden Masken vom Bund verteilt. Ich bin da sehr dankbar für, aber wir müssen auch aufpassen, da wo Masken in den letzten Tagen schon geliefert worden sind, waren sie teilweise von minderer Qualität und nicht einsetzbar. Das muss man im Auge behalten, wo diese Masken doch gerade so dringend benötigt werden. Wenn es uns nicht gelingt, Corona in den Heimen
und in den Senioreneinrichtungen in den Griff zu bekommen, dann werden wir an den Weihnachtstagen keinen Platz mehr auf unseren Intensivstationen haben, kein Beatmungsgerät, kein Pflegepersonal wird mehr zur Verfügung stehen und keine Möglichkeit mehr, Kranke angemessen auch zu versorgen. Und deswegen müssen wir jetzt zweitens alle Kraftanstrengungen unternehmen, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Wir stehen nämlich kurz vor dem Kollaps. Und deswegen hätte ich von Ihnen, Herr Laschet, heute eigentlich einen Notfallplan für unsere Krankenhäuser erwartet. Das hätten Sie heute in Ihrer Unterrichtung uns vorstellen müssen. Professor Dr. Uwe Janssens, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, übt an dieser Regierung in diesem Bereich scharfe Kritik. Denn diese Regierung überlässt es jeder Klinik selbst zu entscheiden, ob sie verschiebbare Eingriffe aufschiebt oder durchführt. Die Kliniken, die derzeit auf solche Eingriffe verzichten, werden nicht angemessen finanziell dafür entschädigt. Und deswegen werden immer noch viel zu viele Eingriffe durchgeführt im Augenblick, die nicht zwingend nötig sind und nachgeholt werden können. Ich will es aber auch deutlich sagen, unsere Krankenhäuser müssen in der Lage bleiben, neben Corona-Patienten auch andere wichtige Fälle zu behandeln. Es gibt in unserem Land Menschen, die sterben an und mit Corona. Es gibt in unserem Land aber auch Menschen, die sterben wegen Corona. Nicht, weil sie infiziert sind, sondern weil sie den Weg ins Krankenhaus scheuen, weil die Krebs- oder Herzoperation gerade nicht durchgeführt werden kann. Und sowas müssen wir alle Male vermeiden, meine Damen und Herren. Das darf nicht sein. Was wir brauchen, ist in Nordrhein-Westfalen ein Ampelsystem für Intensivbetten. Berlin, Hessen haben im Frühjahr solche Systeme aufgebaut. Das wäre ein Schritt, den Sie heute hier hätten ankündigen können. Da muss dringend gehandelt werden. Wenn wir gut durch die Krise kommen wollen, meine Damen und Herren, dann muss diese Regierung als erstes aber wieder damit beginnen, zusammen zu regieren. Aber leider regiert hier im Augenblick kein Kabinett, sondern das totale Chaos in Nordrhein-Westfalen. Der Ministerpräsident hat einen Rückblick auf die letzte Woche gegeben oder auf die letzten Wochen. Ich möchte das auch gerne einmal machen. Sonntag vor 9 Tagen hat Markus Söder für Bayern harte Maßnahmen angekündigt. Von Armin Laschet war erstmal nichts zu hören. Stattdessen kritisierte am Dienstag der stellvertretende Ministerpräsident das Vorgehen Bayerns und warnte vor Schnellschüssen. Zur Begründung führte er aus, Politik müsse eine gewisse Verlässlichkeit ausstrahlen. Und weiter, ich glaube nicht, dass das höher, schneller, weiter, was Herr Söder in die Welt ruft, wirklich hilfreich ist. Am nächsten Morgen hat der Ministerpräsident mit Agenturmeldung um 6.10 Uhr dann mitteilen lassen, dass er einen harten Lockdown befürwortet. Was für eine Verlässlichkeit, meine Damen und Herren. Das hat aber dann am selben Mittwoch die Schulministerin überhaupt nicht daran gehindert, trotz rasant steigender Corona-Zahlen einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht erneut eine Absage zu erteilen. Mit ihr werde es das Aussetzen einer Schulpflicht nicht geben. Ich komme da gleich noch mal zurück drauf. Am Donnerstag dann die vermeintliche Wende. Im Familienausschuss kündigt der Familienminister an, wir werden nicht bloß abwarten, was die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin beschließen, sondern vorausschauend damit umgehen. Was das auch immer heißen soll, Sie haben es an dem Donnerstag leider für sich behalten, Herr Stamm. Aber nur so viel dazu. Wenn Sie bereits zu diesem Zeitpunkt am Donnerstag wussten und planten, was Sie einen Tag später, also am Freitag, den Medien präsentierten, dann sind Sie umso mehr verantwortlich für das Chaos, was diese Landesregierung jetzt angerichtet hat. Denn am vergangenen Freitag kündigte dann der Ministerpräsident auf einmal den sogenannten harten Lockdown an. Nur 3 Tage, nachdem sein Stellvertreter von alledem noch gar nichts wissen wollte. Die Präsenzpflicht an Schulen ist auf einmal aufgehoben, aber die Schulpflicht bleibt bestehen. Man muss eben nur nicht mehr hingehen. Der Unterschied ist bemerkenswert. Bemerkenswert klein. Und die Kitas reduzieren ihr Angebot drastisch. Bitte nur noch äußerste Notfälle, heißt es jetzt. Das ist, Achtung Ironie, natürlich keine Schließung mit dem Angebot eines Notbetriebs. Nein, das ist nach Ihrer Auffassung Regelbetrieb mit ein paar kleinen Ausnahmen. Bemerken Sie es eigentlich gar nicht mehr selbst, was Sie uns da erzählen wollen, Herr Stamm?
Mutige landeseinheitliche Regelungen für den Betrieb von Kitas, Fehlanzeige. Erstattung von Kita-Gebühren, nicht Ihre Verantwortung. Und genau ist das Ihr Problem. Sie tragen als Regierung für nichts Verantwortung. Es sind die Schulen, es sind die Kita-Leitungen, es sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Alle sind schuld, aber Sie nicht. Und Sie wollen nichts machen. Das ist nicht ein vernünftiger Umgang mit dieser Krise und mit allen Beteiligten dieser Krise. Seit Freitag jetzt nur eine neue Variante. Jetzt sollen es die Eltern selber richten. Es bleibt auf dem Papier bei der Bildungs- und Betreuungsgarantie, aber Eltern werden dringend gebeten, ihre Kinder doch bitte nicht in die Schule oder in die Kita zu schicken. Und weil sie ihr politisches Schicksal daran geknüpft haben, darf das, was de facto gelten soll, auf keinen Fall so genannt werden. Was ist das denn für eine Garantie, die man bloß nicht in Anspruch nehmen soll, meine Damen und Herren? Diese Garantie ist nichts wert. Garantien dieser Landesregierung haben eine kleinere Halbwertszeit als Versprechen auf einer Kaffeefahrt. Das ist doch Realität in diesem Lande geworden, meine Damen und Herren. Das ist Flucht aus der Verantwortung. Und Frau Stamp und Herr Stamm und Frau Gebauer, Entschuldigung, Sie müssen feststellen, Sie haben damals den Mund einfach zu voll genommen, als Sie das alles versprochen haben. Das war erkennbar nicht einzuhalten, wenn Sie nicht mit entscheidenden Maßnahmen, die wir seit Monaten fordern, hätten auch tatsächlich gegensteuern wollen. Und wenn Sie schon zu feige waren, die konsequenten Entscheidungen rechtzeitig zu treffen, dann sind Sie jetzt wenigstens konsequent in der Umsetzung. Das bedeutet, für Kinder, die wegen der Corona-Krise nicht in die Kita gehen können, müssen die Eltern auch keine Kita-Gebühren bezahlen. Erstatten Sie die Gebühren ab sofort, bitte. Und hören Sie bitte als Landesregierung auf, eine wissenschaftsfeindliche Politik zu machen. Keinem anderen Bundesland nehme ich so viel Wissenschaftsfeindlichkeit wahr wie in diesem Kabinett. Die hoch angesehene Akademie Leopoldina, Herr Laschet hat sie vorhin selbst zitiert, hat sich aus wissenschaftlicher Sicht veranlasst gesehen, heute vor einer Woche eine Ad-hoc-Stellungnahme abzugeben. Darin empfiehlt sie, Zitat, ab dem 14. Dezember sollte die Schulpflicht aufgehoben und nachdrücklich zur Arbeit im Homeoffice aufgefordert werden. Diese wissenschaftliche Empfehlung hat die Schulministerin letzte Woche im Schulausschuss als untauglich bezeichnet. Ihr seid völlig unverständlich, wie eine solche Äußerung einer Akademie der Wissenschaft in die Öffentlichkeit getragen werden könne. Frau Gebauer, woher nehmen Sie sich das Recht, die besten deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler derart arrogant abzukanzeln? Woher? Welches Wissen hat Sie zu diesem Zeitpunkt veranlasst, die Vorschläge der Leopoldina derart unsachgemäß abzuqualifizieren? Die Wissenschaft ist nicht Feind der Politik. Die Wissenschaft ist gerade in Zeiten einer Pandemie unser wichtigster Verbündeter. Wissen Sie eigentlich, was Sie mit Ihren kruden Äußerungen anrichten? Die werden allein ja schon schlimm genug, doch dann stellen Sie sich zwei Tage später hin und machen genau das, was die Leopoldina empfohlen hat. Doch anstatt einzuräumen, dass Sie sich geirrt haben, behaupten Sie weiter, dass Sie die Empfehlungen der Leopoldina ablehnen, weil eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Ihre ganze Politik dreht sich doch im Augenblick nur noch darum, so zu tun, als ob Sie sich ständig nicht selbst korrigieren müssten. Und dann muss eben auch die älteste Akademie der Welt in Schmutz gezogen werden. Nein, Frau Gebauer, das hätten Sie nicht tun dürfen. Dafür hätten Sie sich am Freitag entschuldigen müssen. Nutzen Sie heute die Chance und entschuldigen Sie sich bei der Wissenschaft. Aber das heillose Chaos, was Sie mit Ihrer Schulmail vom vergangenen Freitag mal wieder angerichtet haben, pünktlich zum Dienstschluss, hat dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt. Schulmail kam, wie immer, muss man ja schon fast sagen, 13.32 Uhr. Das halbe Lehrerzimmer war schon weg, die Schülerinnen und Schüler meistens auch. Was haben Sie eigentlich zum Thema Kommunikation in den vergangenen Monaten gelernt, Frau Gebauer? Nicht viel, glaube ich. Das muss man doch mal hier festhalten. Und dann ging das Chaos los. Schauen Sie sich doch mal die Zeitungen und die Stellungnahmen in den letzten zwei, drei Tagen an. Ich kenne niemanden in der Schullandschaft, der noch Verständnis für Ihren Kurs hat. Ich
kann gar nicht alle Beispiele zitieren, die ich gerne zitieren möchte in diesem Zusammenhang. Deswegen nur einige wenige Beispiele. Der Vizevorsitzende des Philologenverbandes Nordrhein-Westfalen beschreibt chaotische Zustände. In manchen Schulen seien 80-90% der Schülerinnen und Schüler in die Klassenräume gekommen, in anderen Schulen deutlich weniger. Lehrerinnen und Lehrer konnten sich nicht darauf einstellen. Kommen jetzt 5, kommen 25. Wenn ich 5 in Präsenz unterrichten muss, was mache ich mit den anderen 20, die ich auf Distanz unterrichten muss, zeitgleich? Null Vorbereitungschance. Weiteres Zitat. Das Ergebnis ist, dass die Lehrkräfte extrem belastet sind, weil sie natürlich doppelte Arbeit leisten müssen, dass die Information quasi aus heiterem Himmel gefallen sei. Fazit, die Stimmung an Schulen ist schlecht, es ist enorm viel Vertrauen verloren gegangen. Lehrer und Schüler hatten keinen einzigen Tag Zeit bekommen, um sich auf die neue Situation einzustellen, kritisiert die Landesschülervertretung, und auch aus Sicht der Elternverbände ist der Schulbetrieb chaotisch angelaufen. Und jetzt höre ich schon, dass die ersten Schulen planen, am Mittwoch den Betrieb völlig einzustellen und sich offen gegen das Schulministerium zu stellen. So weit sind wir schon, offene Revolte. Frau Gebauer, wie lange wollen Sie sich und uns das eigentlich noch antun in diesem Lande? Ich frage mich allerdings auch, wie lange die Landesregierung es den Hotspot-Kommunen noch antun möchte, dass sie sich vor jeder Entscheidung wegduckt. Der Ministerpräsident hat gerade in seiner Rede die Oberbürgermeister und Landräte, die also in einer kommunalen Ebene hauptamtlich regieren, gelobt und ihnen Respekt gezollt. Das finde ich gut. Aber ist das auch die Realität, wie diese Landesregierung mit unseren Kommunen und den sie leitenden Personen umgeht? Vor fast 2 Wochen haben mehrere Hotspot-Kommunen, parteiübergreifend übrigens, um Genehmigung einer Allgemeinverfügung gebeten, die es den Kommunen erlaubt hätte, auch in den Schulen eine Abstandsregelung zu treffen, so wie wir das auch alle ganz normal bei unseren Veranstaltungen machen, 1,50 Meter Abstand auch zwischen Schülerinnen und Schülern im Klassenraum. Da, wo wir Räume haben, die groß genug sind an Schulen, hätte man das bewerkstelligen können. Da, wo die Klassenräume zu klein sind, wie wahrscheinlich in den meisten Schulen, hätte man Wechselunterricht, Distanzunterricht, Hybridunterricht machen müssen. Das war der Vorschlag vieler Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Doch was ist seitdem passiert? Nichts. Die Landesregierung schweigt zu diesem Lösungsansatz. Man hört interessanterweise, der Staatssekretär aus dem Gesundheitsministerium telefoniert mit diesen Kommunen herum und sagt, naja, aus der Sicht des Gesundheitsministeriums eigentlich gar kein schlechter Vorschlag, können wir uns vorstellen. Aber das Schulministerium weigert sich, wir dürfen das so nicht genehmigen. Meine Damen und Herren, was für ein schreckliches Erscheinungsbild einer in Wahrheit längst in Trennung befindlichen Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein gemeinsam abgestimmtes Handeln der einzelnen Ressorts gibt es schon lange nicht mehr. Sie benehmen sich wie ein Ehepaar, das sich nichts mehr zu sagen hat, auch wenn sie hier gerade nebeneinander sitzen. Dabei brauchen die Hotspot-Kommunen einen klaren Handlungsrahmen. Und den kann die Landesregierung auch nicht auf die Kommunen abwälzen. Das wäre auch politisch feige. Und bitte helfen Sie nicht nur den Hotspot-Kommunen. Lassen Sie auch die Kommunen nicht im Regen stehen oder wälzen Sie die Verantwortung nach unten ab. Und tun Sie bitte irgendwann das, was Sie schon mehrfach auch angekündigt haben. Seit Wochen erzählen Sie, dass Sie Vorschläge zur Verbesserung der Corona-Warn-App machen wollen. Hier im Landtag habe ich davon bislang noch nichts vernommen. Woran liegt das? Warum kündigen Sie stets etwas an, wenn dann doch nichts kommt? Und Herr Laschet, seit knapp einer Woche weigert sich das Gesundheitsministerium, eine Presseanfrage zu beantworten, ob die Schutzkittel der Firma Van Laak auch nach der einschlägigen DIN-Norm zertifiziert sind. Ich habe eine Stellungnahme der Uniklinik Münster vorliegen, die besagt, dass diese Kittel nur nutzlos herumliegen, weil ihnen das erforderliche Zertifikat fehlt. So ein Zertifikat kann man nicht nachreichen. Wenn es fehlt, dürfen die Kittel nicht eingesetzt werden. Das wäre geradezu kriminell. Schutzkittel für Universitätskliniken müssen stets zertifiziert sein. Herr Laschet, verfügen alle Schutzkittel, die Sie für sehr viel Geld bei Van Laak gekauft haben, über ein Zertifikat und den Einsatz in unseren Kliniken? Jetzt haben Sie die Gelegenheit, klären Sie das bitte unverzüglich auf und beantworten Sie diese Frage. Meine Damen und Herren, wir müssen die Zeit jetzt bis zum 10. Januar nicht ausschließlich damit verbringen, Weihnachten zu feiern. Das ist gut und das wünsche ich uns auch im Rahmen des Möglichen.
und schauen, wie die Werte hoffentlich sinken. Wir müssen die Zeit auch nutzen, um uns vorzubereiten auf die Zeit nach dem 10. Januar, um dann nicht wieder Gefahr zu laufen, im Frühling des nächsten Jahres möglicherweise in einen dritten Lockdown zu rennen. Das bedeutet, sorgen Sie bitte endlich für eine umfassende Testinfrastruktur in diesem Land. Frau Professor Wopen aus Ihrem Expertenrat mahnt das schon seit Monaten an. Unterstützen Sie die Krankenhäuser finanziell, personell. In der Aktuellen Stunde werden wir darüber gleich noch debattieren. Stellen Sie die Weichen in der Schulpolitik neu. Machen Sie den Solinger Weg endlich frei und geben Sie den Schulen die nötigen Handlungsspielräume, die sie brauchen. Und entwickeln Sie einen Stufenplan mit konkreten Maßnahmen in Abhängigkeit von den Infektionszahlen vor Ort. Zwischen 50 und 200 gibt es auch Werte, die beachtenswert sind und wo bestimmte Schritte eingeleitet werden müssen. Insbesondere Hotspot-Kommunen brauchen Ihre Unterstützung. Und wenn Sie das nicht tun, dann wird auch die dritte Welle höher, als uns allen lieb sein kann. Dann stehen wir wenige Wochen später wieder vor dem nächsten Lockdown. Das ist vermeidbar, man muss es nur angehen. Ich habe hier schon mehrfach gesagt, wir als SPD-Fraktion stehen für Maßnahmen, auch weitreichende Maßnahmen, jederzeit zur Verfügung. Wir kommen jederzeit auch in dieser Weihnachtspause hierher und arbeiten mit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle 3 Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an Corona. Da kann man sowieso nicht entspannt unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Und ich weiß, dass Ihnen das alles genauso geht. Und deswegen lassen Sie uns gemeinsam alle Kraftanstrengungen unternehmen, dieses Virus in den Griff zu bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die CDU hat nun der Fraktionsvorsitzende Löttgen das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, mit Wirkung vom morgigen Mittwoch an unterliegt das öffentliche Leben in der gesamten Bundesrepublik harten Einschränkungen in bisher, sprich den letzten 72 Jahren nicht gekanntem Ausmaß, werden Freiheitsrechte temporär beschränkt oder gar ausgesetzt. In den 7 Konferenzen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zwischen dem 17. Juni und dem 13. Dezember sind gemeinschaftlich zunehmend stärkere Einschränkungen unseres Alltags beschlossen worden, die alle einem Ziel dienten, die Gesundheit und das Leben unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger bestmöglich zu schützen. Die bisherigen milderen Mittel haben nicht versagt, wie manche fälschlicherweise behaupten. Sie haben den exponentiellen Anstieg zwischen Ende Oktober und dem 4. November für einen Monat gebrochen. Sie waren jedoch nicht ausreichend, um eine erneute exponentielle Ausbreitung des Infektionsgeschehens seit Anfang Dezember wirksam und vor allen Dingen dauerhaft zu verhindern. Deshalb danke ich dem Ministerpräsidenten Armin Laschet für die Unterrichtung und vor allen Dingen für die Begründung dessen, was jetzt an Beschränkungen kommt. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz hat Berlins regierender Bürgermeister Müller am Sonntag 2 Fragen gestellt, die sich großer Popularität erfreuen, deren differenzierte Beantwortung aber augenscheinlich in der öffentlichen Diskussion überhaupt keine Rolle mehr spielt. Warum so und nicht anders? Warum heute und nicht schon gestern? Die lautstarke Antwort von vielen, auf jeden Fall anders und am besten vorgestern. Eine noch lautstärkere Antwort mancher Querköpfe. Die Pandemie ist eine Erfindung, Einschränkungen sind nicht notwendig. Die Antwort unseres Ministerpräsidenten, seines Kabinetts, der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen von CDU und FDP ist seit Beginn der Pandemie die immer gleiche und sie ist nach wie vor richtig. Wenn die Zahlen steigen, müssen die Maßnahmen verschärft werden. Wenn die Zahlen sinken, müssen die Einschränkungen wieder aufgehoben werden. Genau deshalb ist diese Regierung eine Regierung des Rechts.
Auch wenn es die Opposition noch so wurmt und fuchst, auch wenn sie noch so heftig ein angebliches Chaos der Politik kritisiert, wenn manche in den Medien, in der Bevölkerung dies als planlos missverstehen. Meine Damen und Herren, diese Regierung darf sich zu keinem Zeitpunkt die Meinung einer dieser beiden vorgenannten Seiten zu eigen machen. Sie muss zu jedem Zeitpunkt begründen, dass die getroffenen Maßnahmen für jeden einzelnen Sachverhalt zu jedem Zeitpunkt in jeder Region unseres Landes der Lage angemessen, sprich verhältnismäßig war. Dazu braucht es ein wenig Zeit. Es braucht Nachdenken und eine gewissenhafte Prüfung, um diese Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Ja, das mag ein gefühlter Nachteil gegenüber einer Opposition sein, dass sich genau diese Prüfung und dieses Nachdenken zugunsten populärer Ansichten ersparen darf und die notwendige Zeit als Zögern deutet. Das ist nicht fair, aber zulässig. Was mich allerdings wirklich nervt, ist die Oberflächlichkeit der öffentlichen Debatte um diese Grundrechtseinschränkungen. Mit welcher Leichtigkeit selbst gestandene Meinungsmacher der Medien eine zwingend notwendige Güterabwägung von voreinschneidenden Beschränkungen und die dazu notwendige Zeit unberücksichtigt lassen, ist schon atemberaubend. Die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland aufgeführten Grundrechte sind in ihrer Bedeutung gleichgewichtig. Wolfgang Schäuble hat mehrfach darauf hingewiesen, wegen ihrer Gleichwertigkeit können sie in bestimmten Fällen in Kollision miteinander geraten. Dann müssen die Rechtsgüter in Gegenüberstellung daraufhin untersucht werden, welchem Recht im Einzelfall der Vorrang einzuräumen ist. Hierbei ist die Wertigkeit der in Konflikt geratenen Rechte für den konkreten Fall sowie das Für und Wider der Beschränkungen eines dieser Grundrechte abzuwägen. Nichts anderes, meine Damen und Herren, macht diese Regierung, macht unser Ministerpräsident Armin Laschet, macht der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, macht dieses Landeskabinett, machen die Fraktionen von CDU und FDP seit Beginn der Pandemie. Und wenn im aktuellen Politbarometer fast 50% unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger für härtere Maßnahmen sind 35% das, was derzeit gilt, für richtig halten und 13% der Meinung sind, selbst die jetzt geltenden Maßnahmen seien übertrieben, dann darf man sich die Entscheidung, diesem Land erneut einen Lockdown zu verordnen, nicht leicht machen. Im Gegenteil, sie ist mir und vielen anderen schwer gefallen. Sie hat ein wenig Zeit gebraucht, auch deshalb, weil zu einem Punkt hoffentlich auch hier in diesem Parlamentskonsens bestehen muss. Grundrechtseingriffe dürfen niemals von Mehrheitsentscheidungen, Mehrheitsmeinungen abhängig sein. Sie bedürfen stets dessen, was in unserem Grundgesetz konstitutiv verankert ist, der sorgfältigen und rechtsstaatskonformen Prüfung und Abwägung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber auch die sorgfältigste Verordnung vermag eines nicht zu ersetzen: die aktive Mitwirkung der Gesellschaft an der Bekämpfung der Pandemie. Ich bin sicher, dass viele in diesem Hohen Haus mit mir ähnliche Erfahrungen teilen, nicht gerade wenige derjenigen, die stets für härtere Maßnahmen, insbesondere bei anderen, plädieren, finden für sich selbst oft genug höchst kreative Begründungen, um Regeln zu durchbrechen. Aber man muss nicht alles machen, was möglich ist. Eine Pandemie mit exponentieller Entwicklung der infizierten Zahl und daraus unweigerlich folgendem zeitverzögerten Anstieg der Zahl aus diesem Grund heraus Verstorbener ist der am wenigsten geeignete Zeitpunkt, um Grenzen auszutesten. Dieser Appell gilt für uns alle. Er mag für die Politik im Besonderen gelten. Ja, es gab etwas wie die gute alte Zeit bei Corona-Debatten auch in diesem Plenum. Vor nur rund 8 Monaten, Ende März, Anfang April diesen Jahres, da hat man sich noch gegenseitig und über Parteigrenzen hinweg für gute Vorschläge applaudiert und konstruktiv zusammengearbeitet. Seit einiger Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat sich dies geändert. Leider, füge ich hinzu. Aus sachlich begründeter Kritik der Opposition sind persönliche Vorwürfe bis hin zu Rücktrittsforderungen geworden. Statt dem Zielkonflikt, Schutz der Bevölkerung vor Ansteckung versus Aufrechterhaltung der sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Stabilität zu lösen, eröffnen einige in diesem Haus den Wettbewerb um politische Geländegewinne. Die SPD, meine Damen und Herren,
mag da als ein erstes Beispiel dienen. Wenn der SPD-Fraktionsvorsitzende in einem Spiegelartikel vom 2. Oktober mit den Worten zitiert wird, Laschet sei unsicher und zögerlich, sagt Guicciardi, gutes Krisenmanagement gebe es dagegen in Bayern unter Markus Söder. Aber zwei Monate später, am 8.12., der Konkurrent um den SPD-Parteivorsitz, Sebastian Hartmann, twittert, die dauerhafte wie erfolglose Schlusslichtposition von Bayern bei den Corona-Zahlen und die ständige Medienkampagne zur Ablenkung hier von Markus Söder ist der eigentliche Katastrophenfall. Dann, meine Damen und Herren, hat das nichts mehr mit sachlicher Kritik an Corona-Maßnahmen zu tun, sondern ausschließlich mit der persönlichen Profilierung von Herrn Guicciardi und Herrn Hartmann zu Lasten Dritter. Im Übrigen zeigt es wohl deutlich, dass der eigentliche Katastrophenfall weder in Nordrhein-Westfalen noch in Bayern, sondern in der Mitte der SPD dieses Landes zu suchen ist. Meine Damen und Herren, würden SPD und Bündnis 90 Krieg in der Sache üben, müssten sie in gleicher Weise, in der sie diese Landesregierung kritisieren, auch die Landesregierungen kritisieren, in denen sie selbst Regierungsverantwortung tragen. Da sie dies nicht tun, ist die einzig mögliche Schlussfolgerung, dass SPD und Bündnis 90 die Grünen sachorientierte Kritik zugunsten persönlicher Diskreditierung aufgegeben haben. Zwei Beispiele, meine Damen und Herren. Die Kritik von SPD und Bündnis 90 der Grünen an der Beschaffung von Schutzkitteln und Masken. Um uns noch einmal in die Zeit Ende März, Anfang April diesen Jahres zu versetzen, darf ich aus verschiedenen Plenarprotokollen zitieren. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Guicciardi in der Debatte am 24. März 2020. Zitat. Was wir jetzt nicht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Zeit. Zu spät handeln wäre weitaus schlimmer als vorschnell zu handeln. Wer zögert, versagt. Wer zu wenig tut, scheitert ebenfalls mit katastrophalen Folgen. Der Staat muss handeln, schnell, mutig und entschlossen. Und etwas später, selbstverständlich werden wir die Regierung auch unterstützen, wenn sie tut, was getan werden muss, um diese Krise zu überwinden. Die damalige Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen in der gleichen Debatte, alle Möglichkeiten der zusätzlichen Produktion von Schutzkleidung und Schutzkleidung durch Unternehmen der Bekleidungsbranche, die sich jetzt melden, müssen schnell ausgenutzt werden. Und Thomas Guicciardi, einige Wochen später in der Plenardebatte am 1. April, das Wichtigste, wir müssen alles dafür tun, damit genügend Schutzkleidung und Intensivbetten zur Verfügung stehen, bevor die Krise ihren Höhepunkt erreicht. Zitat Ende. Alles dafür tun. Tun, was getan werden muss. Wenn Sie, Herr Guicciardi, wenn Bündnis 90 Die Grünen einen Anruf unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet, der lediglich einen Kontakt zwischen einem Unternehmen, das Ausstattung liefern konnte, und der Beschaffungsstelle im Gesundheitsministerium herstellte, heute als Vetternwirtschaft diskreditieren und stigmatisieren, dann war das, was Sie in diesen Debatten gesagt haben, Anstiftung zu diesem Vorgehen, meine Damen und Herren. Wäre es Kritik in der Sache, ja, da kommen Sie nicht mit zurecht, das ist mir schon klar. Wenn Sie an Ihre Worte von gestern erinnert werden, dann zeigt sich, wie vergesslich Sie sind, Herr Guicciardi und meine Damen und Herren von den Grünen. Wäre es Kritik in der Sache, hätten Sie im gleichen, Ihnen wird das Lachen gleich noch vergehen, Herr Damen. Wäre es Kritik in der Sache, hätten Sie im gleichen Atemzug die SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz und den grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg kritisieren müssen. Manu Dreyer, die SPD-Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, bedankt sich am 17. April herzlich bei der BASF für die Beschaffung wichtiger Schutzausrüstung im Ausland. Wilfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident Baden-Württemberg, bedankt sich Anfang Mai für den exzellenten Kontakt zu Daimler-Benz bei der Beschaffung von Atemschutzmasken aus China. Glauben Sie ernsthaft, meine Damen und Herren von der Opposition, dass Malu Dreyer diese Chefsache mit der BASF delegiert hat oder Wilfried Kretschmann diesen exzellenten Kontakt zu Daimler-Benz per Brieftaube organisiert hat? Das, meine Damen und Herren, glaubt doch niemand. Die SPD in diesem Haus
Die SPD in diesem Haus wagt es ja nur deshalb, das Wort Vetternwirtschaft in den Mund zu nehmen, ohne rot zu werden, weil sie es schon ist und sich aus ihrer Regierungstätigkeit bestens mit rotem Filz auskennt. Irgendetwas, meine Damen und Herren, irgendetwas. Irgendetwas stimmt da nicht, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende gegenüber der dpa. Schließen Sie nicht, Herr Kutschaty, schließen Sie nicht aus Ihrem damaligen Regierungshandeln fälschlicherweise auf andere. Aber mit Blick auf das Handeln der SPD kann ich Ihnen nur recht geben. Da stimmt was nicht. Denn ganz gewiss nicht stimmig ist ein Satz aus dem gleichen Interview vom 3.12. Zitat. Er persönlich, also der SPD-Spitzenkandidat in Spe, Thomas Kutschaty, wäre als Ministerpräsident nie auf die Idee gekommen, in so einer Situation persönlich zum Telefonhörer zu greifen. Herr Kutschaty, bei allem Respekt, alleine mit diesem Satz haben Sie sich zum Grußonkel der nordrhein-westfälischen Politik gemacht. Sich persönliche Mühe und Anstrengung zu entziehen, disqualifiziert Sie für jedes Amt, das Sie in Verantwortung für Nordrhein-Westfalen noch ausüben wollen. Ich bin froh und glücklich, dass wir mit Armin Laschet einen Ministerpräsidenten haben, der Verantwortung selbst wahrnimmt, der in Krisensituationen selbst zum Telefonhörer greift, der Probleme anpackt und löst, meine Damen und Herren. Und dieser Respekt gilt auch für die Ministerpräsidenten anderer Länder, die Gleiches getan haben, in gleicher Weise, egal welcher Partei sie angehören. Und nebenbei, das Einzige, weil Sie eben gesagt haben, da wäre irgendwas Trennendes. Ja, Herr Kutschaty, stimmt. Das Einzige, was diese Koalition von CDU und FDP trennt, das sind Plexiglaswände. Das war so und das bleibt so und das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn es Ihnen nicht passt. Zweites Beispiel. Die Rücktrittsforderung der SPD gegenüber der Schulministerin. Man muss sich schon entscheiden, meine Damen und Herren, ob man daran mitwirkt, unser Schulsystem gut durch die Krise zu bekommen oder ob man der Schulministerin persönlich schaden will. Ich will Ihnen einige Passagen aus dem gemeinsamen einstimmigen Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20. November im Nachgang der MPK vom 16. November zitieren. Die Kultusministerkonferenz begrüßt die klare Entscheidung, Verzeihung für die Offenhaltung der Schulen. Die Kultusministerkonferenz begrüßt zudem die klare Entscheidung für den Präsenzunterricht. Denn die Schulschließungen im Frühjahr haben die Nachteile des Distanzunterrichts deutlich gezeigt. Insbesondere jüngere Schülerinnen und Schüler sind im Distanzunterricht aufgrund der fehlenden oder stark eingeschränkten Anleitung in der Regel überfordert. Viele Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien werden durch den Distanzunterricht in ihren Lernprozessen benachteiligt. Zitat Ende. Unterschrieben von der Vorsitzenden der KMK, Frau Hubig, SPD. Unterschrieben von 6 weiteren Bildungsministern, die der SPD angehören. Unterschrieben auch von unserer Bildungsministerin, Yvonne Gebauer. Aber weil Sie von SPD und Bündnis 90 den Grünen kritisieren, alleine Yvonne Gebauer, weil Ihnen nicht Kritik in der Sache wichtig ist, sondern weil Ihnen persönliche Diffamierung wichtig ist. Weil Sie im Gegensatz zu einer nordrhein-westfälischen Schulministerin, der das Wohl aller Schülerinnen und Schüler am Herzen liegt, politischen Profit aus einer Krisensituation schlagen wollen. Wenn Kinderärzte warnen, Zitat, das Schließen von Schulen hat katastrophale Langzeitfolgen, dann muss eine gute Schulministerin dieses Risiko gegen mögliche Infektionsrisiken abwägen. Und dann ist vielleicht der Satz, 5% Menschen und Schülerinnen und Schüler in Quarantäne ist besser als 100% mit dem Tablet am Küchentisch richtig. Und wenn sie darum kämpft, meine Damen und Herren, gemeinsame Beschlüsse der KMK umzusetzen, aber die gesamte KMK mit ihren Beschlüssen hat sich nicht durchsetzen können, dann hat sie Unterstützung verdient und keine dahergelaufene Rücktrittsforderung, deren Begründung in jeder Schule mit der Note ungenügend zurückgehen wird. Meine Damen und Herren, ein letztes, meine Damen und Herren,
das Sie in Bezug auf die Glaubwürdigkeit zumindest der SPD nachdenklich machen sollte. Es gibt viele Menschen in dieser Situation, die Sie anstrengend empfinden, die dieser Situation entfliehen wollen. Raus aus der Pandemie, Urlaub, egal wo, Hauptsache weg. Des Deutschen beliebtestes Mittel dazu ist bekanntlich die Kreuzfahrt, ist von vielen seriösen Unternehmen eingestellt worden. AIDA beispielsweise lässt keine Buchungen bis in das späte Frühjahr zu. Kontaktverbot umgesetzt, verantwortlich gehandelt, habe ich gedacht, bis ich auf das Angebot der FFR GmbH gestoßen bin. Was ich Ihnen vorab erklären muss, meine Damen und Herren, die FFR Ferien- und Freizeit- und Reiseservice GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der DDVG, also der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft, dem Unternehmensbereich der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Aufsichtsratsvorsitzende der DDVG ist die Kollegin Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen, Nadja Lüders. Der SPD-Reiseservice, Reiseveranstalter für Mitglieder und Freunde der SPD, bietet an, Achtung, aktueller Stand heute Morgen, Festtagskreuzfahrten als Weihnachtsreise zwischen dem 22.12. und 27.12. zum Knüllerpreis 80% Rabatt. Sechstägige Weihnachtsflusskreuzfahrt, achttägige Silvesterflusskreuzfahrt. Ich zitiere aus diesem Angebot. Achtung, meine Damen und Herren, gut zu hören. Ich zitiere aus diesem Angebot. Weihnachten mal anders, mit der ganzen Familie und euren Freunden. Weihnachten ist das Fest der Familie, das verbringt man üblicherweise im Kreise seiner Lieben zu Hause. Wirklich? Nehmt doch eure Familie und Freunde mit und verbringt die Weihnachtstage gemeinsam und wohlumsorgt an Bord unseres Flussschiffes auf dem Rhein. Achtung, das lohnt sich in diesem Jahr ganz besonders. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, dieses Angebot der SPD lässt mich fassungslos zurück. Ja, geht's denn noch, Herr Kutschaty? SPD-Kreuzfahrten mit mindestens 100 Teilnehmern als Superspreading-Event der Extraklasse. Wollen Sie das wirklich zulassen, Herr Kutschaty, Frau Lüder? Fröhlich feiernde SPD-Genossen bei Weihnachtsgans und Silvestergaladiner, während in unseren Krankenhäusern die Menschen um ihr Leben kämpfen. Herr Kutschaty, räumen Sie einfach in Ihrem eigenen Laden auf, bevor Sie anderen hier haltlose Vorwürfe machen. Sorgen Sie dafür, dass diese Angebote für Genossen, die Gesetze brechen, verschwinden. Und sollte sich herausstellen, dass die FFR auch noch die Frechheit besessen hat, als Reiseunternehmen staatliche Hilfen zu beantragen, würde ich Ihnen in naher Zukunft empfehlen, sehr viel kleinere Brötchen zu backen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, tatsächlich zur Sachlichkeit auch hier zurückzukehren, denn ich frage mich schon, wie groß muss die Panik in dieser Koalition sein, wenn es einen derart wütenden und unsachlichen Auftritt des CDU-Fraktionsvorsitzenden hervorruft. Und Herr Kollege Löttgen, halten Sie das, was Sie hier gerade vorgetragen haben, halten Sie das ernsthaft für die richtige Botschaft in dieser Situation an die Menschen in diesem Land? Ist das Ihre Antwort auf die schwierigen Herausforderungen, vor denen die Menschen in diesem Land gerade stehen?
Denn wir schauen in diesen Tagen auf ein Jahr zurück, das uns alle herausgefordert und verändert hat. Und nun zum Jahresende noch einmal in ganz besonderem Maße. Die Lage ist weiterhin dramatisch. Fast täglich müssen wir von neuen Höchstwerten lesen, von höchsten Zahlen an Neuinfektionen, aber auch Höchststände bei Todesopfern dieser Pandemie. Und seit Wochen und Monaten arbeitet unser Gesundheitssystem am Anschlag. Und da sind die physischen Belastungen, aber da sind eben auch die psychischen Belastungen, die Spuren hinterlassen im täglichen Ringen um Menschenleben. Und diese Pandemie fordert uns allen viel ab, auch wenn die Krise nicht alle gleich trifft. Insbesondere Kontaktbeschränkungen. Und man möchte fast sagen, an dieser Stelle würde man sich vielleicht die eine oder andere Kontaktbeschränkung auch hier im Hause wünschen. Die Kontaktbeschränkungen treffen viele Menschen hart. Diese Krise, und das müssen wir uns auch vor Augen führen, diese Krise ist auch eine Krise der Einsamkeit. Und der notwendige Verzicht auf körperliche Nähe darf nicht zu einer sozialen Distanz führen. Physical Distancing darf nicht Social Distancing bedeuten. Und sich jetzt wieder ins Private zurückzuziehen, birgt auch Risiken und Gefahren. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen beispielsweise, aber auch für diejenigen, für die das eigene Zuhause kein sicherer Ort ist und für die Weihnachten nicht die schönste Zeit des Jahres ist. Und gerade jetzt ist es wichtig, die Einrichtungen des Gewalt- und des Kinderschutzes in der kompletten Zeit des Shutdowns offen zu halten, die Erreichbarkeit sicherzustellen und auch dort, wo zusätzliche Kapazitäten und zusätzliche Angebote nötig werden sollten, muss diese Landesregierung kurzfristig auch Mittel zur Verfügung stellen. Schutzräume für Kinder und Jugendliche müssen unter Wahrung des Infektionsschutzes ermöglicht werden. Und es ist wichtig, dass wir, wie wir das auch im Frühjahr bereits hatten, Notfallnummern und Hilfsangebote auch wieder dort aushängen und darüber informieren, wo Menschen jetzt noch jenseits der eigenen vier Wände aufhalten können. Und natürlich, Kontaktbeschränkungen sind auch über die Weihnachtsfeiertage notwendig und sie sind richtig. Aber sie müssen auch an die Lebensrealität der Menschen angepasst sein. Kontakte zu Weihnachten auf den engsten Familienkreis und Verwandte in gerader Linie zu beschränken, tun dies aber nicht. Und ich bitte Sie, Herr Ministerpräsident, überdenken Sie das noch mal bei der Umsetzung und setzen Sie bei der Umsetzung der Kontaktbeschränkung nicht auf eine Definition von Verwandtschaftsgraden. Niemand soll Weihnachten nicht im Kreise seiner Familie verbringen können. Aber die engsten und die wichtigsten Menschen sind nicht unbedingt die Menschen, mit denen man auch tatsächlich in gerader Linie verwandt ist. Ich bitte Sie, das noch einmal zu überdenken. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass nun nicht länger gezögert wurde und die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sich auch endlich zu diesem konsequenten Schritt durchringen konnte. Und wir unterstützen diesen konsequenten Schritt. Das ist gerade jetzt eine besondere Zumutung. Das ist aber nicht nur sozial eine besondere Zumutung, sondern es ist auch wirtschaftlich eine besondere Zumutung, weil für Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, Kulturschaffende und Schaustellerinnen und Schausteller das Jahresende eigentlich Hochkonjunktur bedeutet. Der Ausfall des Weihnachtsgeschäfts ist für viele existenzbedrohend, gerade auch nach vielen Monaten der Unsicherheit und teils drastischer Einnahmeverluste. Es braucht jetzt also schnell Klarheit über Hilfen und vor allem müssen die Hilfen jetzt auch ankommen. Novemberhilfen, die im Januar ausgezahlt werden und Dezemberhilfen, die bis weit ins nächste Jahr auf sich warten lassen, können sich viele Unternehmen, können sich Gastronomen und Einzelhändlerinnen und Einzelhändler nicht leisten. Denn nach dem Shutdown, und das muss auch klar sein, nach dem Shutdown darf nicht die Pleitewelle kommen. Unsere Innenstädte dürfen nicht der Pandemie zum Opfer fallen. Jetzt reden wir immer alle darüber, wie wichtig uns die Innenstädte sind. Ja, diese Innenstädte sind vor allem auch Orte der Begegnung. Und diese Orte werden wir brauchen, wenn wir irgendwann durch diese Pandemie gekommen sein werden. Aber noch dringender als Nothilfen brauchen Unternehmen, Kulturschaffende und Gastronomen Perspektiven. Wir müssen jetzt endlich mal aufhören, im öffentlichen Krisenmanagement im 2-Wochen-Rhythmus uns von MPK zu MPK zu handeln. Und deshalb brauchen wir einen Stufenplan, der nachvollziehbar und einheitlich aufzeigt, was, wann und unter welchen Bedingungen möglich ist. Wirtschaft und Kultur brauchen das, aber auch Freizeit und Sport brauchen einen verlässlichen Rahmen, der sich an Inzidenzen orientiert und je nach Infektionsgeschehen bestimmte Aktivitäten ermöglicht, aber auch Einschränkungen bei hohen Inzidenzwerten vorsieht. Und nach fast 10 Monaten in der Pandemie brauchen wir längerfristige Perspektiven für ein Leben mit der Pandemie.
Trotzdem hat diese Landesregierung, gerade was die vorausschauende Politik angeht, und ich weiß, Herr Löttger, diese Kritik hören Sie nicht gerne, aber diese Landesregierung hat gerade was das Vorausschauende im Krisenmanagement angeht, allzu oft jede Perspektive vermissen lassen. Und Herr Löttgen, das will ich Ihnen auch sagen, konstruktive Kritik der Opposition als Profilierungssucht zu diffamieren, sagt eigentlich alles über den Zustand dieser Regierungskoalition aus. Lage angepasst und verantwortlich für dieses Land, Herr Löttgen, das geht anders. Und natürlich werden wir auch weiterhin auf die Handlungsbedarfe hinweisen. Davon werden wir uns auch von Ihnen nicht abbringen lassen, auch wenn Sie das nicht hören mögen. Aber Sie müssen das jetzt noch einmal hören, insbesondere bei der Frage von Bildung und Betreuung gefällt sich in diesem Fall vor allem der FDP-Teil der Landesregierung ja in Ankündigungen und Garantien. Und was eine Bildungs- und Betreuungsgarantie aller FDP in der Praxis bedeuten, das dürfen Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, das dürfen aber auch Träger, Erzieherinnen und Erzieher und Eltern derzeit einmal mehr erleben. Und ja, wir sind uns natürlich einig, dass das Offenhalten von Bildungseinrichtungen so lange wie möglich Priorität hat, dass wir vor allem den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen im Sinne des Kinderschutzes nicht verlieren dürfen. Dieser Kontakt darf nicht abreißen. Und wir sind uns auch einig, dass für viele Kinder und Jugendliche ein außerhäusliches Lern- und Entwicklungsumfeld richtig ist. Ja, darüber sind wir uns im Grundsatz einig. Aber seit Wochen betteln Schulen und Kommunen ja nachgerade, man möge ihnen wenigstens keine Steine in den Weg legen, um lageangepasste Konzepte umsetzen zu können. Was passiert? Diese Landesregierung präsentiert sich als Bremsklotz und Verhinderer einer verantwortungsvollen Krisenpolitik, eines verantwortungsvollen Krisenmanagements. Und Herr Ministerpräsident, so geht Bildungsgerechtigkeit nicht. Noch am Mittwoch echauffiert sich die Schulministerin über die Vorschläge der Leopoldina als völlig untauglich, um dann am Freitag endlich doch vom Ministerpräsidenten korrigiert zu werden. Man möchte allerdings sagen, ein wenig zu spät. Denn der Frust in den Schulen ist groß, die Verunsicherung ist groß und auch der Vertrauensverlust in das Handeln dieser Landesregierung ist immens. Und die dazugehörige Schulmail, wen überrascht es eigentlich noch ernsthaft mit der Ankündigung, dass die Aufhebung der Präsenzpflicht ab Montag gilt? Diese Schulmail kam wie immer Freitag und das nach Dienstschluss und war erst dann im Posteingang der Schulleitungen. Ihr Kommunikationschaos der letzten Wochen und Monate, Frau Ministerin, dieses Kommunikationschaos setzt sich leider nahtlos fort. Erst das sture Beharren auf Präsenz und jetzt fehlt es auch wieder an klaren Leitlinien. Eltern sind verunsichert, Lehrerinnen und Lehrer sind überfordert, weil das Schulministerium jede Vorbereitung für diese Situation seit Monaten verhindert hat. Und für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer wäre es gut, wenn Sie mittlerweile wenigstens klargestellt hätten, dass in dieser Woche keine Klassenarbeiten mehr geschrieben werden. Die Belastungen für junge Menschen in dieser Pandemie sind doch ohnehin schon hoch. Schaffen Sie jetzt Klarheit und das auch über den 10. Januar hinaus. Setzen Sie Schülerinnen und Schüler nicht zusätzlichem Druck und zusätzlicher Verunsicherung aus. Jetzt ist eingetreten, wovor Fachleute und eben nicht nur die Opposition, wovor Fachleute seit Monaten warnen. Wer keinen Plan B hat, Frau Ministerin Gebauer, wer keinen Plan B hat, stürzt die Schulen ins Chaos. Das ist spätestens gestern vollumfänglich durchgeschlagen. Der stürzt die Schulen ins Chaos und alle Beteiligten in Verwirrung und Frustration. Und die vierte Ferienzeit in der Pandemie darf jetzt nicht wieder ungenutzt verstreichen. Nicht zuletzt müssen wieder Perspektiven und es muss auch Ruhe im System Einzug halten. Was kann unter Corona-Bedingungen eigentlich in diesem Schuljahr noch erbracht werden? Was muss gegebenenfalls rechtssicher angepasst werden? Diese Fragen müssen beantwortet werden. Sie können diese Fragen nicht weiter auf die lange Bank schieben und Sie können sich auch nicht weiter vor diesen Fragen wegducken. Dieses Schuljahr ist ein Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Und außer der Schulministerin hat das in Nordrhein-Westfalen mittlerweile auch jeder verstanden. Und der Ministerpräsident muss sich fragen, ob diese Ministerin noch die richtige Besetzung für diese Aufgabe ist. Aber auch Eltern brauchen Verlässlichkeit. Und wie sollen diese Eltern jetzt mit der Ansage vom Familienminister Stamm umgehen, dass die Kitas zwar grundsätzlich offen sind, Eltern aber dringend aufgefordert werden, ihre Kinder nicht zu bringen? So wälzt man Verantwortung ab. So können Sie, Herr Stamm, natürlich Ihre Bildungs- und Betreuungsgarantie aufrechterhalten. Ja. Allerdings ist das eine Politik nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sie schieben die Verantwortung ab auf die Eltern, Sie schieben die Verantwortung ab auf die Familien. Und die Belastung für Familien und Kinder, die waren im Frühjahr schon groß. Und die politische Prioritätensetzung war zum Teil falsch.
Mittlerweile herrscht darüber auch ein großes Maß an Einigkeit. Und daher unterstützen wir ja die von uns lange eingeforderte Verschiebung des Fokus auf Kinder, Jugendliche und Familien. Aber jetzt ein vollmundiges und ehrlich gesagt, Herr Minister Stamm, völlig voreiliges Versprechen. Mit mir wird es keine Kita-Schließungen mehr geben, auf die Eltern abzuwälzen. Und das tun Sie mit dieser Politik, mit Ihrer Ansage von, ich schließe keine Kitas, aber bitte bringen Sie die Kinder nicht. Damit wälzen Sie Ihr Versprechen von Bildungs- und Betreuungsgarantie auf die Eltern ab. Und das ist kein Beitrag zu verlässlicher Familienpolitik. Das ist das Gegenteil von verlässlicher Familienpolitik in der Krise. Und damit verunsichern Sie die Familien in diesem Land einmal mehr. Schlimmer noch, das hat ja auch ganz praktische Auswirkungen auf die Familien. Nach den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes erhalten Eltern in Nordrhein-Westfalen nämlich aktuell keine Lohnersatzleistung, wenn sie ihre Kinder zu Hause betreuen, weil dafür die Voraussetzung wäre, dass Kitas offiziell geschlossen sind. Das heißt, Eltern in diesem Land sind jetzt gleich zweimal betroffen. Sie werden von dieser Landesregierung einfach mit ihren Betreuungsproblemen alleine gelassen. Und ich glaube, bei vielen Eltern sind nicht nur die Urlaubstage oder die Kinderkrankentage am Ende, sondern ich glaube, bei vielen Eltern und vielen Familien ist auch die Geduld mit einer Politik am Ende, in der Gesichtswahrung am Ende ganz offensichtlich über den Interessen von Kindern, Jugendlichen und Familien steht. Und sehr geehrte Damen und Herren, zu einer ehrlichen Kommunikation gehört auch, dass es zwar Hoffnung durch den Impfstoff gibt, dass wir uns aber damit vertraut machen müssen, dass wir bis weit ins nächste Jahr mit dem Virus werden leben müssen. Das bisherige Durchgewurschtel der Landesregierung muss aber ein Ende haben. Ihre Landesregierung, Herr Ministerpräsident, muss nach 10 Monaten endlich eine abgestimmte Krisenstrategie vorlegen. Allerdings scheint davon ja auch weiterhin nicht so wirklich eine Spur zu sein. Lockerungen und notwendige Perspektiven müssen klar an das Infektionsgeschehen gekoppelt sein, nicht an willkürliche Daten. Und wir können es auch nicht an Weihnachten und andere Hoffnungen koppeln, sondern wir müssen diese Perspektiven klar an das Infektionsgeschehen koppeln. Und Sie müssen die Weihnachtsferien jetzt zur Erarbeitung eines Stufenplans nutzen, der Maßnahmen abhängig von Werten 35, 50, 100, 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vorsieht. Und wir brauchen auch endlich eine Hotspot-Strategie für die Städte mit Inzidenzwerten von über 200 Neuinfektionen, wie sie zum wiederholten Male von der Ministerpräsidentin und Präsidentenkonferenz jetzt im Beschluss eingefordert wurde. Und dazu gehört auch, und das sagen wir jetzt auch seit geraumer Zeit, dazu gehört auch, dass man nicht nur die Kommunen, sondern auch den Kreisangehörigenraum in den Blick nehmen muss, denn dort ergeben sich teilweise große Diskrepanzen. Auch das muss Teil einer Hotspot-Strategie sein. Die betroffenen Kommunen brauchen jetzt endlich einen klaren Handlungsrahmen. Diese Landesregierung darf die Kommunen nicht länger im Regen stehen lassen. Aktuell müssen wir die Lage insgesamt unter Kontrolle bringen. Da sind wir uns alle einig, das tragen wir alle mit. Diese Landesregierung muss allerdings sich verabschieden von dieser Pandemie-Ping-Pong. Von diesem Pandemie-Ping-Pong, mit dem werden wir nicht durch diese Krise kommen. Der aktuelle Fokus muss natürlich vor allem auch auf den vulnerablen Gruppen liegen. Und in den Alten- und Pflegeeinrichtungen, wie in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Wir müssen dort die vulnerablen Gruppen besser schützen. Das bedeutet, die Tests müssen in diesen Einrichtungen auch durchgeführt werden. Wir brauchen zusätzliche Schutzmaßnahmen. Masken müssen dort tatsächlich auch ankommen. Und das gilt im Übrigen auch für den Bereich der ambulanten und häuslichen Pflege. Und es muss unser oberstes Ziel sein und oberste Priorität, das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Wir müssen eine Überlastung verhindern. Und dazu muss es auch eine landesseitige Steuerung im Bereich der Intensivkapazitäten geben. Sie müssen das Gesundheitssystem jetzt tatsächlich auch landesseitig stärker unterstützen. Vorausschauend handeln bedeutet aber auch jetzt, sich jetzt schon den Weg aus der Krise zu überlegen. Den müssen wir jetzt miteinander gestalten. Angesichts der drohenden Rezession braucht es gezielte öffentliche Investitionen in eine nachhaltige öffentliche Infrastruktur. Das bedeutet aber eben gerade nicht ein Zurück auf vor der Krise, denn auch vorher war nicht alles gut. Diese Krise zeigt, wie viel Solidarität in dieser Gesellschaft steckt, aber sie zeigt eben auch, wie fragil die soziale Infrastruktur in diesem Land ist. Und was passiert, wenn man den öffentlichen Gesundheitsdienst fast kaputt spart und wenn man außer Applaus für die Fachkräfte in der Pflege schon vor der Krise nichts übrig hatte? Das zeigt sich jetzt. Das zeigt sich in dieser akuten Krise. Und wir müssen jetzt die soziale Infrastruktur krisenfest gestalten. Nachhaltig aus der Krise muss auch heißen, dass am Ende aber eben nicht die Ärmsten und die Schwächsten die Zeche zahlen.
Und diese Landesregierung muss endlich aus dem Notfallmodus in den Perspektivmodus umschalten. Sie dürfen sich nicht weiter ständig in Ad-hoc-Maßnahmen verheddern. Sie müssen jetzt Perspektiven aufzeigen. Und sie müssen Perspektiven auch für die Zeit nach der Krise aufzeigen. Denn die Akzeptanz der Maßnahmen und die Solidarität der Bevölkerung in dieser Krise, das ist das größte Kapital, was wir als Gesellschaft in der aktuellen Situation haben. Aber die Politik ist in der Verantwortung, einen verlässlichen Rahmen zu liefern. Sie ist in der Verantwortung, Perspektiven zu liefern. Wir sollten dieses Kapital, was wir haben, in der Solidarität und im Zusammenhalt der Gesellschaft nicht verspielen, denn dann können wir als Gesellschaft auch gestärkt aus dieser Krise kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Paul. Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kollege Rasche.